Für alle, die eine Solaranlage haben oder die gerade unterwegs waren und so ein Wetter ist, da ist natürlich Stromversorgung kein Problem. Aber es gibt auch Regentage und es gibt Tage, wo wir auch mal stehen bleiben. Und da ist Energie extrem wichtig. Und dass ihr keine Angst vor Powerstationen haben müsst, aus meiner Sicht, das sage ich euch in diesem Video. Wir haben uns eine Delta Max zugelegt, eine Powerstation von EcoFlow, die an die 180 Amperestunden bei 12 Volt hinkommt. Und diese Delta Max versorgt unser Wohnmobil mit Strom. Wenn wir viel unterwegs sind oder wie gesagt, wenn die Sonne scheint, wie jetzt im Moment, dann haben wir das nicht nötig, dass wir hier eine externe Stromversorgung haben. Aber es gibt auch Regentage und wir wollen auch mal an einem Regentag irgendwo stehen bleiben. Und dann wird es mit unserer 180 Amperestunden Batterie schon einmal eng. Wir hatten jetzt auch bei unserer Norwegenreise den Fall, dass wir vergessen haben, den Kühlschrank von Strom auf Gas über Nacht umzustellen. Am nächsten Morgen hatten wir dann keine Energie mehr, weil die Batterie ausgepumpt gewesen ist. Und dafür ist eine Powerstation einfach eine super Sache. Die schließt man an und dann hat man wieder Strom. Wir haben das an einem anderen Tag, an dem wir am Regen gestanden sind, habe ich dann die Powerstation auch genutzt. Und ich habe dieses Kabel verwendet. Wenn ihr jetzt mal schaut, wo unsere Powerstation ist, die ist nämlich hier in der Garage. Und zwar steht die hier. Ich stecke das Kabel einfach hinten rein und es ist schon sehr einfach zu erkennen, dieses Kabel langt nicht bis zu meiner Landstromsteckdose. Also gibt es ja ein anderes, nehmen wir hier einfach ein Kabel, ein Verlängerungskabel, stecken das Verlängerungskabel rein. Ich lege es jetzt einfach dahin, weil ich es gar nicht reinstecken mag. Und dann habe ich das Ganze angeschlossen und auf einmal war alles tot. Wir haben dann uns gewundert, warum hier kein Strom mehr geflossen ist. Es ist der FI-Schalter rausgesprungen und es ist auch die Zusatzsicherung, wir haben hier mechanische Sicherung, die ist auch rausgesprungen. Warum das Ganze? Vermutlich war Feuchtigkeit im Spiel oder es ist nicht richtig verschraubt. Also das sind auch Gründe, warum man einfach warnen muss, denn mit 230 Volt ist nicht zu spaßen. Das weiß sogar ich als Laie. Es gibt etliche Videos, wenn ihr googelt bei YouTube, dann findet ihr etliche Videos, die sagen Lebensgefahr bei Powerstationen. Das stimmt bedingt, aber so wie ich mich jetzt kundig gemacht habe, nur dann, wenn man keinen Fehlstromschutzschalter, kurz FI-Schalter im Wohnmobil verbaut hat und auch keine richtig mechanische Sicherung. Dennoch habe ich aus dieser Situation gelernt und mir was Neues zugelegt. Und zwar dieses Kabel, das kann ich hier problemlos reinstecken. Und es ist 5 Meter lang, das heißt, es langt von meiner Heckgarage, also von der Powerstation bis hier zu der Landstromsteckdose. Und wie ich jetzt von der Powerstation ohne Probleme Landstrom auf mein Wohnmobil bekomme, das zeige ich euch jetzt. Im Moment lädt unsere Powerstation noch auf, das seht ihr hier. Man kann an dieser Delta Max von EcoFlow einstellen, mit wie viel Watt sie laden soll. Ich habe jetzt hier auf 600 Watt eingestellt, geht aber auch bis zu 2000 Watt. Wenn es der Wechselrichter aushält, kann man das machen. Wir begrenzen das immer ein bisschen, damit es auch nicht zu heiß wird. Und wie gesagt, wir laden während der Fahrt oder wenn Sonne runterscheint mit überschüssigem Solarstrom. Da sind jetzt 91,7% drinnen und den Ladevorgang brechen wir jetzt erst einmal ab. Und zwar lade ich hier über das Kabel und über meinen Wechselrichter. Und wenn ich das Kabel hier rausziehe, dann ist der Ladevorgang abgebrochen. Das heißt, jetzt fließt auch keine Energie mehr in die Powerstation rein.
Jetzt will ich euch demonstrieren, wie das aussieht, wenn ich Stromnot im Wohnmobil habe. Dadurch, dass ich jetzt im Stehen geladen habe, ist jetzt auch meine Aufbaubatterie nur noch mit 86% geladen. Und jetzt versuche ich, die voll zu machen mit der EcoFlow. Als erstes nehme ich mal mein 5 Meter Kabel, stecke das hinten an. Also an der EcoFlow Delta Max sind hinten 4 230 Volt Steckdosen, nur zur Information. Und im Moment fließt noch nichts raus. Wie gesagt, 86% hat jetzt das Wohnmobil an Power. Und jetzt stecke ich, ohne dass ich mir Sorgen mache um meine Gesundheit, stecke ich jetzt hier einfach die Powerstation an. So. Und jetzt sollte eigentlich gleich Strom fließen. Und ihr seht es schon, der Strom fließt, 323 Watt fließen jetzt von der Powerstation ins Wohnmobil rein. Und wir können auch innen nochmal das Symbol für Landstrom zeigen. Also hier sieht man, dass Landstrom in das Wohnmobil reinfließt. Dann rufe ich wieder über die App meine Delta Max an. Das Ganze lässt sich natürlich so auch am Gerät bedienen. So, die ist jetzt, ja, da ist sie schon. Und da sieht man, also sie hat jetzt im Ausgang 981 oder 980 Watt und die gehen im Prinzip jetzt voll ins Wohnmobil rein. Diese Delta Max von EcoFlow, die ist bis zu 2000 Watt belastbar und kann somit auch als Wechselrichter benutzt werden. Für uns ist natürlich, weil sie in der Garage sehr gut untergebracht ist und mit dem Kabel ist alles sicher. So habe ich mir das von der Firma Hümer, von den Experten sagen lassen. In den einzelnen Videos, die mehr oder weniger sehr breit angelegt sind und wo immer wieder von Lebensgefahr gesprochen wird, habe ich für mich keine Bedenken, wie gesagt, nachdem ich mich kundig gemacht habe. Wichtig ist natürlich, dass man einen Fehlstromschutzschalter in seinem Wohnmobil hat, was bei älteren Modellen oder wohl auch bei ganz einfachen, habe ich mir sagen lassen, ob es stimmt, das weiß ich nicht, nicht verbaut ist, sollte aber gesetzlich vorgeschrieben sein. Und wichtig ist auch, dass ihr ein komplettes Kabel nehmt und nicht das Kabel anstückelt, wie ich das am Anfang gezeigt habe. Weil dann kann es natürlich schon zu Fehlströmen kommen, weil einfach die Problematik wohl offensichtlich ist, dass diese Powerstationen keine Erdung haben und dadurch kann der Strom in irgendeiner Form überfließen. Aber wie gesagt, wir haben das zwei Mitarbeiter von der Firma Hümer versichert, dass wenn ich so vorgehe mit diesem Kabel und mit Fehlstromschutzschalter, dann ist man gesichert, dann kann man problemlos den Energie von der Powerstation auf das Wohnmobil übertragen. Das wollte ich jetzt einfach gesagt haben, weil ich schon verunsichert gewesen bin und auch von anderen gehört habe, die mich gewarnt haben und gesagt haben, schau mal Videos an, die sind im Netz, das ist alles lebensgefährlich, was du da machst. Es ist nicht lebensgefährlich, wenn man gewisse Dinge beachtet. Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann, ich bin auch kein Elektriker, ich bin ein einfacher Kaufmann. Das ist ein Video von Laien für Laien. Wenn ihr das umsetzen wollt, macht euch für eure Situation bei einem Fachmann kundig, aber lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Die Powerstationen kann man sehr gut dafür verwenden, Landstrom mobil zu erzeugen. Und wenn das so funktioniert, ist sogar die Ussi einverstanden damit, weil die mit der Technik immer ein bisschen Probleme hat. Aber in diesem Fall ist sie damit einverstanden. Fragen wir sie doch einmal direkt. Ussi, du hast es jetzt mitgekriegt, bist du in diesem Fall mit einverstanden? Okay, die Firma Hümer hat es bestätigt, dass alles okay ist und in dem Fall soll es so sein. Es ist doch immer wieder schön, wenn man sieht, dass die Frau sich Sorgen um die Gesundheit ihres Mannes macht. Ich weiß nicht, wäre da ja nicht auch meine in Gefahr gewesen?
Ja, wenn wir ein Gerät angeschlossen hätten ohne FI-Schalter und dann ist ein kleiner Fehler im Kabel drin, dann wäre dein Leben auch in Gefahr gewesen. Also reiner Eigenschutz. Aber nachdem ja immer meine Finger ich vorne dran habe, ja, wäre zuerst einmal ich drauf gegangen. Ja, genau. Aber wir sind uns sicher, da geht keiner von uns drauf und ihr auch nicht. Nein. Aber trotzdem, nehmt euch das Herz und verlasst euch nicht nur auf unseren Ratschlag. Wie gesagt, ich bin Laie, die Ursi noch mehr. Genau. Ja, aber lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, macht euch kundig und nutzt eine Bauerstation, weil die wirklich extrem hilfreich ist. Wir verlinken wir haben zwei Bauerstationen für unterschiedliche Zwecke. Landstrom bekommt man mit der Riffer Pro nicht eingespeist mit der kleineren. Die ist also mehr zum Handyladen. Aber die große, die Delta Max, mit der funktioniert es wunderbar und wir können die nur empfehlen. Wir haben die jetzt schon seit Norwegen und sind damit sehr gut gefahren. Ja, bis auf das eine Mal. Ja, und das war mein eigener Fehler, weil ich dann das richtige Kabel benutzt habe. Genau so ist es. Also dann. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Ja? Und wenn es hilfreich war für euch, dann auch noch einen. Und schreibt gerne eure Meinung dazu. Ja. Ciao. Wie gesagt, es sind Fachmänner gewesen, die uns das so erklärt haben. Genau. Und ihr habt ja jetzt gesehen, das funktioniert. Also tschüss. Ciao.